etwas im Leben, das du schon ewig erreichen möchtest, aber immer und immer wieder nach hinten schiebst. Wenn du so ähnlich wie ich bist, hast du das schon öfter gemacht. Also Aufschieberitis ist etwas, was uns alle betrifft und was jeder schon mal gemacht hat und immer noch tut. Aber am Ende dieses Podcasts wirst du wissen, wie du nie wieder etwas aufschiebst. Um das zu schaffen, müssen wir allerdings einen Schritt zurück machen, um zu verstehen, woher das eigentlich kommt. So heißt es, es gibt in der Regel 5 Gründe, warum du etwas aufschiebst. Also wenn du diese 5 Gründe eliminierst, wirst du nie wieder etwas aufschieben. Der erste Grund ist das Mindset gegenüber dem Aufschieben. Das heißt, wenn wir etwas nicht machen wollen, sind wir gut darin, Gründe zu finden, es aufzuschieben. Eines der Hauptargumente ist, sich zu sagen, ich mache das in 30 Minuten oder in 2 Stunden oder morgen. Es ist ja nicht so schlimm, wenn ich etwas später anfange. Jetzt möchte ich mich erst ein wenig ausruhen, einen Kaffee trinken oder kurz einmal schauen, was sich auf Social Media tut. Und eigentlich stimmt das auch. Es wäre tatsächlich nicht schlimm, wenn wir ein einziges Mal eine Sache etwas nach hinten schieben. Diese Logik unterliegt aber einem schwerwiegenden Denkfehler. Unser Hirn arbeitet nicht, wie wir uns das so vorstellen, so in einzelnen unabhängigen Gedanken und Handlungen, sondern in Verhaltensmuster. Das heißt, jeder Gedanke und jedes Verhalten wiederholt sich immer und immer wieder. Wenn du dir aber erlaubst, eine einzige Aufgabe nach hinten zu schieben, dann ist das nicht eine einzelne Entscheidung. Dein Hirn legt dieses als Verhaltensmuster ab. Es speichert sozusagen die Information. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, mit der Aufgabe zu beginnen, verschiebe ich den Start 30 Minuten nach hinten. Und dieses Muster wird dann immer und immer und immer wieder wiederholt. Beim Abschieben gibt es also 2 Möglichkeiten. Entweder man macht es dauernd oder man macht es nie. Die Variante, ich verschiebe es nur einmal nach hinten, dann fange ich ganz bestimmt damit an, gibt's in der Praxis nicht, sagt er. Ein weiterer Hauptgrund, warum wir etwas aufschieben, Ablenkungen, von denen wir uns nicht lösen können. Seien es Social Media, Smartphone, YouTube, Netflix, Fernseher, Computerspiele oder auch Partys oder der Kater danach. Es ist unglaublich wichtig, solche Ablenkungen und negativen Gewohnheiten loszuwerden, um nicht dem Aufschieben zu unterliegen. Über das Thema, wie du negative Gewohnheiten loswirst. Der dritte Punkt ist Mangel an Klarheit. Gerade bei neuen Projekten wissen wir nicht genau, was die konkreten Schritte sind, die nächsten, die wir eben am Anfang machen müssen. Wenn du zum Beispiel nebenbei dein Business aufbauen möchtest, dann ist das eine große Aufgabe mit vielen kleinen Bereichen, die es aufzubauen und zu meistern gilt. Tja, das Gleiche gilt, wenn ich mit dem Fitnesstraining beginnen möchte. Dann stellen sich viele die Frage, wie oft und wie lange sie welche Muskeln trainieren wollen, wo sie trainieren sollen, welche Ergänzungsnahrungsmittel etc. etc. Das führt dazu, dass viele den Drang verspüren, nochmals Informationen einzuholen und sich dann 5 Bücher und 3 Kurse bestellen und sich dann noch 17 Videos auf YouTube ansehen wollen. Und im Endeffekt kommt man dann erst gar nicht ins Handeln.
Es gilt die Devise, denk nicht zu viel darüber nach, sondern starte einfach irgendwo. Hauptsache, du kommst in Bewegung. Das hat nämlich zwei Effekte. Erstens, du hast mit der Sache begonnen. So erhöht sich enorm die Wahrscheinlichkeit, dass du damit auch weitermachst. Denn unser Hirn hat das Bedürfnis, Dinge abzuschließen. Zweitens, du bekommst sofort direktes Feedback, das dir den Weg weist und du kommst raus aus dem Herumgerate, was jetzt der beste Schritt oder die beste Methode, um anzufangen. Von dort kannst du dich dann sehr schnell weiterentwickeln, ohne da die ganze Zeit raten zu müssen. Erst einmal anfangen und Erfahrungen sammeln wird dir enorm weiterhelfen. Denn es ist nahezu unmöglich, im Vornherein einen Plan zu entwerfen für etwas, wofür wir noch gar keine Erfahrungswerte haben. Der vierte Grund ist Überforderung. Wir Menschen neigen dazu, uns zu viel, zu schnell vorzunehmen. Denn wir wollen ja möglichst viel und möglichst schnell etwas erreichen. Aber das führt in der Regel sehr schnell zur Überforderung. Oder die Aufgabe ist schon von vornherein so riesig, dass sie abschreckt oder abschreckend wird. Das Chaos in der Wohnung zu beseitigen oder eine 30-seitige Arbeit zu schreiben, ein Business komplett neu aufzubauen, 20 Kilo abzunehmen, und so weiter. Unser Hirn ist darauf programmiert, großen und schweren Aufgaben aus dem Weg zu gehen. Aufschieben ist also ein Zeichen dafür, dass deine Ansprüche und Aufgaben einfach zu groß sind. Mach die Aufgabe immer kleiner, indem du sie ohne Probleme sofort bewerkstelligen kannst. Wenn du mit dem Sport anfangen willst, mach 10 Liegestütze. Wenn du mit dem Lernen oder dem Lesen beginnen willst, lies 3 Seiten. Wenn du ein Business aufbauen möchtest, arbeite für 10 Minuten daran. Der Gedanke, der dann an der meisten Stelle ist, ja, aber wenn ich nur so wenig mache, dann bringt das ja nichts. Ich komme erst recht nicht voran. Diese Argumentation ist natürlich logisch, denn wenn wir tatsächlich immer nur 10 Minuten an unserem Business arbeiten würden, würde es Jahrzehnte dauern, bis es endlich funktionieren würde. Und von 10 Liegestützen am Tag bekommt man auch nicht den gewünschten Strandbody. In diesem Schritt geht es natürlich darum, das Aufschieben zu überwinden und ins Handeln zu kommen. Die größte Schwierigkeit ist immer das Anfangen. Wenn dir das erst einmal leicht fällt, kommt der Rest wie von selbst. Wie du dann tatsächlich aufbaust und massiv ins Handeln kommst, deine Aufgaben schnell und effizient erledigen, besprechen wir noch in den konkreten Schritten am Ende dieses Podcasts. Der fünfte Schritt, warum wir aufschieben, ist: Es fehlt uns an kurzfristigen Belohnungen. Die Aufgaben, die wir aufschieben, brauchen meistens Zeit, bis wir dadurch positive Ergebnisse sehen. Egal, ob im Fitnessbereich, ob im Studium, in Unternehmen oder in anderen Fitnessbereichen. Es braucht oft Monate bis Jahre, bis wir die Ergebnisse in Form von höherer Bezahlung, besserem Lifestyle oder einen schöneren Körper bekommen. Deshalb fällt es unserem Unterbewusstsein auch schwer, diese Aufgabe als wertvoll anzusehen. Und es liefert uns immer wieder Argumente, um diese Aufgabe auf die Seite zu schieben. Unser Hirn motiviert sich hauptsächlich durch Belohnungen. Tja, deshalb verfallen wir auch so leicht schlechten Gewohnheiten, wenn sie in der Regel sofort kurzfristige Belohnungen bieten. Unterhaltung im Fernsehen oder im Internet, Entspannung durch Alkohol oder Zigaretten, der Energieboost durch Koffein und so weiter. Und die negativen Folgen, die daraus entstehen, sind oft sehr weit in der Zukunft.
Bei positiven Gewohnheiten ist das häufig umgekehrt. Also wir müssen kurzfristige Unangenehmlichkeiten für langfristige positive Auswirkungen in Kauf nehmen. Belohne dich dafür, wenn du mit einer Aufgabe anfängst, statt sie aufzuschieben. Du kannst ja ruhig am Anfang sehr großzügig sein, bis es dir richtig leicht fällt, etwas anzufangen. Verknüpfe einfach die Dinge, die du tun solltest, wie Arbeiten, Lernen oder Sport, mit den Dingen, die du gerne möchtest, zum Beispiel Serien anzuschauen, gutes Essen oder im Internet zu schauen. Nachdem wir nun die Gründe besprochen haben, die die Aufschieberitis auslösen, also die du unbedingt eliminieren solltest, hören wir uns an, was du noch zusätzlich machen kannst, um nie wieder etwas aufzuschieben. Aufschieben ist immer nur zu einem Teil ein Problem, nämlich am Anfang. Es fällt uns in der Regel viel leichter, mit etwas weiterzumachen, wenn wir erst einmal damit begonnen haben. Das allerbeste Mittel gegen Aufschieberitis ist Aktion. Vollkommen egal was. Hauptsache, man ist in Bewegung. Dann fällt dir auch alles andere viel leichter. Lerne es also anzufangen. Wenn du eine Aufgabe hast und die immer und immer wieder aufschiebst, dann mach sie zu einer täglichen Gewohnheit. Dadurch wirst du lernen, dich jedes Mal einer Aufgabe zu widmen und daran zu arbeiten. Und du entwickelst dadurch ein enormes Momentum. Es wird dir dadurch auch viel leichter fallen, andere Aufgaben zu erledigen. Ich mache eine Prüfung morgen. Ich will Schauspieler werden. Was wollen Sie? Ich habe mich entschlossen, so ein richtig schöner Schauspieler. So, ja. Schauspieler wollen Sie werden? Ja. Simon. Ja. Ja, denn ernst ist das Leben und heiter die Kunst. Ha. Ist denn schlecht? Gallenstein. Was ist? Gallenstein. Wallenstein. Ja, oder so. Sieh da! Tomaten-Theo! Bitte was? Sieh da, Timotheus! Nicht Tomaten-Theo! Nee. Das ist der Bruder. Seht, kommt, ihr kommt! Allein, weiter Weg, entschuldigt euer Versäumnis! Entschuldigt euer Säumen! Ach, der war Schneider, hätte ich auch da hingehen können. Nein, also... Octavio, da steht ihr nu, als entstaubtes Lamm. Da entsteht ein entlaubter Stamm. Oder so. Nein, das, was Sie wollen, ist also Schauspieler werden. Ja, Schauspieler, so ein richtiger Künstler. Also, Sie wollen Schauspieler werden? Das heißt, Sie wollen umsatteln. Umsatteln, das ist für mich das Stichwort. Umsatteln. Ein Pferd. Königreich für ein Steg. Für ein Pferd. Das ist Schauspieler, das dürfte aber sehr schwer sein. Ja, aber früh übt sich, was ein Meister werden will. Ja, Goethe. Der hat's auch nicht leicht gehabt. Na, ich meinte nur, der Beruf ist sehr schwer, weil es viele Fachgebiete hat, ja. Atemtechnik, Spracherziehung, ja. Improvisieren. Kenn ich. Wie war das letzte? Das letzte war das erste, was Sie können müssen. Improvisieren. Ja, das kenne ich. Improvisieren, ja. Man will gut aussehen, man will gut improvisieren, ne? Imponieren ist das. Nicht improvisieren. Das ist was ganz anderes. Ach so. Ja, improvisieren ist, wenn Sie Text freigestalten oder frei erfinden. Ja, das müssen Sie mir erklären. Wie? Das kann man nicht mit zwei, drei Worten erklären, das muss man spielen. Eine Szene improvisieren, ja. Aus dem Stegreif. Aus dem Stegreif. Nicht Stegreif. Eine Szene spielen, ja.